Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Keine Ahnung, heute, dieser Tag ist heute so irgendwie so ein komplett randomes, wie ihr es an diesen Videos sehen werdet, die ich jetzt heute hochlade. Total random Videos, keine Ahnung, hatte ich mal richtig Bock zu. Man sieht hier meine schöne Tonstudio-Rückseite mit Titanfall, Halo Reach und kennt man ja. Heute, wie ihr in der Überschrift sehen könnt, geht es um was anderes und zwar um diese wunderschönen Stücke hier. Das hier ist Styrodur. Was genau das ist und hast nicht gesehen, das erkläre ich nachher. Ich habe angefangen so ein bisschen rumzubasteln, das ist so mein erstes und man sieht es hier ganz schön komplett zerstört, weil ich es mit einer Farbe gemacht habe, die nicht funktioniert. Nennt sich Acryl, Kunstharz. Das zerfrisst dieses Styrodur extremst. Wie man es halt auch hier schön sehen kann zum Beispiel. Da vorne fehlt irgendwie die Spitze, die ist weg. Das ist eine Halo-Waffe, MR5B. Ist erster Versuch, ne? Das ist ja der erste Versuch. Dann später habe ich mir gedacht, komm, du machst auch mal eine BR. Sah am Anfang cool aus. Dann habe ich auch nochmal das genommen. Acryl, Kunstharz. Kunstharz-Spraydosen. Man sieht es hier, ordentlich zerfressen alles, bla bla bla. Rückseite sieht komplett anders aus irgendwie. Dann habe ich was anderes überlegt, man kann doch auch mit diesen Acryl-Varianten das machen. Und das hätten wir hier. Das hier hat aber auch nicht ganz funktioniert. Es hat auch hier was zerfressen. Das da zerfressen und sowas. Auch hier ist irgendwie die Spitze verloren gegangen. Und ist halt nicht so ganz so schön geworden. Dann habe ich mir gesagt, oh, das kann mit diesem Acryl, das muss doch funktionieren alles. Dann habe ich das mit meinem Vater mal versucht und dabei ist das hierbei rausgekommen. Das ist ein Strahlengewehr, auch von Halo. Ein bisschen Eigenkreation. Ich bin halt nicht so ganz drinne gewesen bis jetzt. Und Eigenkreation und wie man sehen kann, das Visier schwebt. Voll cool. Es ist halt ziemlich Eigenkreation und ich habe halt hier versucht zum ersten Mal alles aus einem Guss rauszuschneiden. Also nichts irgendwie was draufkleben und sowas. Im Übrigen, so sieht die Rückseite aus. Weil ich keinen Bock hatte, die Seite auch noch zu machen. Sah nicht so super aus, hat auch was weggefressen, auch wieder hier an den Ecken. Gut, es kann auch sein, dass ich da halt rumgeschnippelt habe. Ich hatte kein vernünftiges Messer in der Art und Weise gehabt. Habt ein richtig gutes Messer dafür, sonst funktioniert es alles nicht. Und dann habe ich was anderes ausprobiert, und zwar dieses gute Stück hier. Encore, glaube ich, heißt das. Das ist von Titanfall. Auch ein bisschen eigen, aber dafür eigentlich jetzt somit die beste Waffe, finde ich. Im ganzen Sinne hier. Gefällt mir persönlich eigentlich mit am besten. Hab auch hier unten habe ich halt nur mit einem Pinsel angeschmiert. Auch wieder dieses Fresszeug. Komplett zerstört ja alles. Ich hatte es aber was anderes gemacht. Ich habe das verdünnt, also ich habe Abtönfarbe genommen. Normale, einfache Abtönfarbe. Verdünnt. Und dann mit einem Kompressor draufgesprüht. Und hat nichts zerfressen, also ich bin ganz zufrieden, das ist auch alles ein Guss sozusagen, bis auf das hier, das habe ich einzeln gemacht, aber das ist alles ein Guss, alles einmal rausgeschnitten, funktioniert super, okay, hier diese Dinger hier, die habe ich noch draufgeklebt jetzt hier, müsst ihr, Heißklebepistole, das funktioniert immer am besten mit Heißklebepistole. Dann habe ich noch überlegt, komm, der Frontline-Trooper, baut noch eine schöne Rüstung. Ein bisschen random hier alles. Fehlt sowieso was. Das sind bis jetzt Bein und
Gesäßteil, sag ich jetzt mal. Sieht nicht super aus, sieht total beschissen aus. Aber es ist halt, da habe ich halt gelernt, ne? Da habe ich ein bisschen rumgeprobiert. Und das ist EVA-Schaum. Und was das alles ist, und das habe ich auch, hier könnt ihr aber, diese Dinger könnt ihr ruhig mit diesem Acryl auch machen. Ich habe da jetzt einen Pinsel genommen, mit Acryl drauf gesprüht und habe ich einmal so, so damit es so ein bisschen dreckiger oder halt zerrissener aussieht, alles drum und dran. Sieht nicht so nicht schlecht aus. Ich müsste eigentlich auch mal weiter basteln. Und damit ihr jetzt ungefähr wisst, was EVA und was Styrodur ist, habe ich mal hier zwei Beispiele vorbereitet. Das hier ist EVA. Man sieht es total elastisch. Wenn man halt nochmal mit einem Föhn oder sowas, dann kann man halt nochmal richtig schön krumm machen. Jedenfalls ist das hier eine Bodenmatte, wie man halt hier so erkennen kann. Zum Reinstecken benutzt man meistens beim Sport. Wenn ihr es in einem richtigen Laden kauft, hier mit einer rauen Seite, wenn ihr es in einem richtigen Laden kauft, also ein Sportgeschäft, kann eine Matte schon irgendwas mit 170 Euro kosten. Bei Amazon kriegt ihr sowas ein bisschen günstiger. Lässt sich super verarbeiten auch. Auch hier bitte am besten ein scharfes Messer nehmen, ansonsten, ja, keine Ahnung, sieht das grausam aus. Und das hier ist Styrodur. Styrodur ist extrem hart. Stabil. Und gibt es in unterschiedlichen Dicken. Ich benutze meistens das hier jetzt. Das ist eine 40 mm Stärke. Die benutze ich meistens. Ist eigentlich am besten geeignet so für diese Handfeuerwaffen. Genauso wie hier, bei dem hier ist auch 40 mm, da ist 40 mm, das sind alles 40 mm Stärke. Ja, ist eigentlich so am schönsten halt zu bearbeiten. Müsst ihr selber entscheiden. Natürlich für dickere Waffen müsst ihr dann auch eine dickere... dickere Stärke nehmen. Wenn ihr zum Beispiel einen Spackenlaser, Spatenlaser machen wollt oder so, müsst ihr auf jeden Fall ein dickeres nehmen. Ja, das ist so jetzt, was ich gebaut habe. Wenn ihr sowas mal in cool sehen wollt, dann müsst ihr auf The Frontline Trooper gehen. Der Typ ist hammercool, ein Engländer. Der macht sowas, ich glaube professionell oder sowas, der verkauft die Dinger jetzt und die werden wie blöd gekauft. Steht im Museum alles von ihm. Hammercool, da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen. Und ich wollte eigentlich mal Halo-Waffen haben, habe ich mir jetzt angefangen selber zu bauen. Ich bin überlegen, ob ich sowas mal aus Holz oder sowas mache. Erstens sieht das dann wesentlich schwerer, ist das dann wesentlich schwerer, was voll cool ist. Und es sieht halt dann nicht so abgeranzt aus hier in den Ecken. Jedenfalls, ja, das sind so die Sachen, die ich gebaut habe. Checkt auf jeden Fall mal seinen Kanal aus. Das ist mega cool. Ich feiere den Typen. Ansonsten war es das eigentlich auch schon wieder alles. Nichts weiter zu erzählen. Wenn ihr Tipps habt oder ihr braucht noch ein bisschen Anregung oder sowas, schrotet es mir in die Kommentare oder schreibt mir in der PN. Je nachdem, wie ihr es wollt und was ihr von mir wollt. Ich kann euch gerne auch Links zu diesem EVA-Schaum geben hier, weil das ist ein bisschen schwerer zu finden alles. Und sowas findet ihr, diese Styrodur findet ihr meistens im Baumarkt. Da müsst ihr aber aufpassen, weil andere Styrodurs haben auch eine Seite glatt und eine Seite rau. Das ist halt relativ unpraktisch. Beide Seiten müssen glatt sein. Eigentlich wird das zum Dämmen gebraucht, aber zum Basteln ist das wirklich sehr, sehr gut geeignet. Ja, das ist so meine kleine Rundführung gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare. Und hoffentlich sehen wir uns dann mal wieder online irgendwann mal. So von Real Life wieder zurück zu online. Ja, bis denn dann. Tschüss.